Überzeugungstäter. Das ist heute unser Wort zum Montag. Warum braucht es Überzeugungstäter? Aus einer ganz einfachen Überlegung heraus. Wenn ihr als Unternehmen, als moderne Sinnmarke keine Überzeugung habt, werdet ihr uns auch nicht überzeugen können. Die Botschaft allein, ich bin jung und brauche euer Geld, reicht nicht. Und sich nur auf den Gebrauchswert seiner Produkte zu fokussieren, reicht auch nicht, weil diese Produkte weil sie austauschbar sind und immer austauschbarer werden. Deswegen braucht es Überzeugungstäter. Und es braucht sie vor allem in Bereichen, wo es überhaupt keine Produkte mehr gibt, die ich konkret in die Hand nehmen kann, die ich schmecken kann, die ich testen kann, die ich erfahren kann. Bei sogenannten intangiblen Leistungen und Produkten, zum Beispiel bei einer Bank. Banken, richtig zu Ende gedacht, müssten eigentlich reine Überzeugungstäter sein. Weil was machen Banken? Banken interpretieren die Welt. Nicht mit Worten, sondern mit Finanzprodukten. Sie interpretieren Zukunft. Sie sagen mir, ob China wächst oder eher Brasilien, ob ich eher in Kupfer investieren soll oder in nordafrikanische Telekom-Aktien. Egal. Überzeugungstäter braucht es. Und wenn man sich die stärksten Powermarken anschaut, ein paar der erfolgreichsten Unternehmen, und ich nenne jetzt nicht wieder die übliche Reihe von Apple, Ikea, Aldi und was auch immer, dahinter standen und stehen Überzeugungstäter. Konkretes Beispiel, jetzt labern wir nicht lange rum, Bank Wegelin. Bank Wegelin hatte einen Konrad Humler. Was hat der Konrad Humler gemacht? Er hat sich hingestellt und hat die Welt interpretiert. Teilweise on the edge, teilweise sehr kontrovers. Die Bank Wegelin hatte ein Kommunikationsinstrument, den Anlagekommentar. Den gab es seit 1905. Der Anlagekommentar war fast ein philosophisches Konvolut. Es waren weltgeschichtliche, weltanschauliche Betrachtungen. Es wurden Meinungen, es wurden Fragen, es wurden große Diskussionen gewälzt. Dieser Anlagekommentar war ein paar Mal, ich glaube im Aktienjargon würde man das überzeichnet nennen. Er wurde nachgefragt, die Leute haben es gelesen. Sie hatten einiges mehr, ich glaube, das Siebenfache an Newsletter, an Lesern, als sie Kunden hatten. Welche Bank kann das von sich sagen? Die Credit Suisse, die UBS, wie auch immer sie heißen, werden ihre Hauspostillen gelesen? Nein, sie werden weggeschmissen. Bei der Bank Wegelin war es anders. Dritte Sache. Was hat die Bank Wegelin gemacht? Sie hat ihre Werbung in Eigenregie realisiert. Finde ich sehr überzeugend. Warum soll ich meine Kommunikation, was ich bin, für was ich stehe, was ich denke, einem anderen in die Hand geben? Das war früher wie in der Schule. Ich weiß noch, in der Schule, da musste man fragen, also als Zwölfjähriger, für jemanden, kannst du für mich fragen, ob der mit mir geht? Genau das ist heute Werbung. Man engagiert Leute, die für einen fragen, findest du mich ganz toll. Ein richtig geiles Unternehmen, Steve Jobs hat das auch gemacht, stellt sich selber dahin. Bank Wegelin hat das gemacht. Fazit, Herr Humler hat Haltung gezeigt. Sie hatten einen Anlagekommentar, der Haltung gezeigt hat, sehr konsistent, sehr kohärent. Und sie haben selbst ihre ganz profane Werbung selber gemacht, weil Kommunikation ist nicht eine Maske, sondern entspricht immer die Identität. Gut. Damit ist die Bank Wegelin zur wachstumsstärksten Bank geworden. 1996 hatten sie irgendwie 46 Mitarbeiter, 700 Mitarbeiter sind gewachsen. Dass es die Bank Wegelin jetzt nicht mehr gibt, ist schade, hat aber nichts mit der Stärke der Marke und mit dem Marketing zu tun. Gut, es braucht mehr Überzeugungstäter. Das ist meine private Überzeugung. So, das war das Wort zum Montag.